Einen wunderschönen guten Abend an alle Teilnehmer. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wichtige Grundlagen zum Future Trading bei FX Flat. Der heutige Referent heute ist Martin Görsch, der sich hauptsächlich auch mit den Futures beschäftigt und sich da wirklich sehr gut auskennt. Bevor wir beginnen, möchte ich noch kurz auf die Risikohinweise eingehen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Ja? Die Meinung des Referenten muss nicht mit der von FX Flat übereinstimmen. Ich hoffe, der Martin ist bereit. Jo, der Martin ist bereit. Okay, dann übergebe ich an dich, ja, und wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. Alles klar. So, dann klaue ich mir mal hier kurz den Bildschirm. So, und los geht's. Ja, also vielen Dank erstmal an FX Flat für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu erzählen über Futures. Passt ja perfekt zum ganzen Start hier des Futures-Handels bei FX Flat. Das Ganze geht jetzt los mit den Eurex Futures. Da haben wir also erstmal die ganzen großen Indizes, die europäischen, die deutschen, den DAX, den Mini-DAX. Das werden wir uns jetzt im Laufe des Webinars dann auch noch ein bisschen genauer anschauen. Das Ganze ist ein zweiteiliges Webinar. Wir haben heute den ersten Termin und der zweite Termin. Da muss ich jetzt lügen. Ich glaube, der zweite Termin ist angesetzt für den 28. oder 29.05. Da einfach nochmal schauen auf der Webinar-Seite. Aber wer zu dem Webinar heute angemeldet ist, kriegt auch die Einladung zum nächsten automatisch. Bevor wir starten, auch von mir nochmal kurz ein Risikohinweis, sind wir ja zu verpflichtet. Ja, ganz, ganz wichtig immer, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Dabei kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Die Gewinnchancen stehen erheblichen Verlustrisiken gegenüber und Sie sollten sich also entsprechend umfangreich informieren, bevor Sie selbst traden. Falls wir uns heute Märkte anschauen sollten, ist alles, was wir hier an Analysen machen oder was ich vielleicht auch an Trades zeige, bitte rein als Lehr- und Lernzweck zu verstehen, nicht als Anlageberatung oder Kauf- oder Verkaufempfehlung. Und ja, ganz logisch, wie immer, Performanceangaben der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Offenlegung auch noch, da ich selber trade und auch für eine Schweizer Vermögensverwaltung Kundenkonten manage, ist es äußerst wahrscheinlich, dass ich in einzelnen Märkten, die wir hier vielleicht anschauen, selber Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Martin? Ja. Das Webinar, das nächste ist am 28.05. auch wieder um 18 Uhr. Am 28. Okay, perfekt. Super, vielen Dank nochmal für die Info. Gerne. Ja, also ich habe zu mir gar keine große Folie vorbereitet, weil wir auch gar nicht so viel Zeit haben. Ich denke, die meisten kennen mich auch inzwischen. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin seit 15 Jahren mehr oder weniger hauptberuflich am Markt unterwegs, wie der Wolfgang gesagt hat gerade, spezialisiert auf den Future-Bereich und natürlich auch auf den ganzen Bereich Aktien. Ja, denn das ist meiner Meinung nach die Brot- und Butter-Variante zum Aufbau eines langfristigen Vermögens. Und bei mir steckt auch ein Großteil der Altersvorsorge im Bereich Aktien. Deswegen Aktien für den längerfristigen Bereich oder auch mal Swing Trades in ausgewählten Einzeltiteln. Ansonsten eben der Futures-Handel, sowohl auch im Swing Trading als auch im kurzfristigen Intraday-Handel. Ja, der Hauptbereich, das, was ich mache, ist eben Trading, mehr oder weniger jeden Tag. Wie gesagt, zum einen für Kunden, zum anderen natürlich meine eigenen Accounts. Da versuche ich immer so ein bisschen die Waage zu halten, auch zwischen größeren und kleineren Accounts, damit ich die Möglichkeit habe, mit den Kunden, die auch zu mir kommen für den Bereich Coaching oder auch mal in einem Seminar,
nach Möglichkeit das abzubilden, was der Kunde selber nachher darstellen kann. Ja, es macht wenig Sinn, wenn ich mit einem 100.000-Euro-Konto handle, zusammen mit einem Kunden, der vielleicht nur 10.000 oder 20.000 auf dem Konto hat. Und von daher führe ich auch Konten in verschiedenen Größen, um eben da jedem irgendwie gerecht zu werden. Den ganzen Bereich Coachings und Seminare mache ich mal ganz kurz frecherweise hier Werbung in eigener Sache noch. Finden Sie bei mir auf der Seite daytradingcoach.de hier unter Seminare. Da sind die nächsten beiden Termine hier angegeben. Das sind einmal ein Seminar über Futures-Indizes und Rohstoffe überwiegend und dann im Juni ein reines Aktienseminar. Wird, glaube ich, beides ganz interessant. Also wer da noch Interesse hat, da sind noch Plätze frei. Ansonsten, ich habe das Fragenfeld hier offen. Wenn also zur Präsentation oder zu dem, was wir hier machen heute, irgendwelche Fragen auftauchen, dann gerne direkt in in den Chat schreiben. Ich habe das hier alles im Blick und werde das dann auch entsprechend beantworten. Was wollen wir uns alles anschauen hier? Wie gesagt, das ist zweiteiliges Webinar, also ein Webinar, was über zwei Termine angesetzt ist. Deswegen steht jetzt hier sehr viel auf der Agenda. Wir werden heute ungefähr die erste Hälfte machen. Wir starten mit einer kleinen Einführung in die Terminmärkte, schauen uns also mal an, was Kassamärkte und Terminmärkte überhaupt sind. Dann werden wir uns ein bisschen genauer beschäftigen, eben zur Einführung mit dem Bereich Futures. Was sind Futures? Wofür sind die da? Wie funktionieren sie? Was sind die Futures heute im Handel? Also wie werden die verwendet? Wofür? Und warum eigentlich? Dann werden wir uns anschauen, den Bereich Volumen und Open Interest ist immer ganz interessant, wenn man sich mit dem Future beschäftigt. Das ist ein bisschen anders als im klassischen Aktienmarkt. Da gibt es auch ein paar Besonderheiten, auf die man achten sollte. Dann werden wir uns anschauen, welche Futures bei FX Flat handelbar sind und werden uns da auch nochmal angucken, welche jetzt da besonders gut geeignet sind für ein kurzfristiges Trading oder für ein Swing Trading, welche Kontogrößen man da ungefähr dafür braucht, wie man da rangehen kann. Dann werden wir uns den ganzen Bereich Marge und Leverage anschauen, also den sogenannten Hebel, ja, um einfach mal zu schauen, was hat man denn überhaupt für einen Hebel mit diesen Future-Produkten, und auch wie berechnet man den? Und als letztes werden wir uns das Ganze dann auch noch mal im MetaTrader 5 anschauen. Kann natürlich auch sein, dass wir da zwischendurch schon immer mal wieder reingucken. Das ist nämlich die Plattform, mit der die Futures hier bei FX Flat gehandelt werden. Also wer bisher nur ein MT4-Konto hat, der muss dafür dann ein MT5-Konto eröffnen. Wenn man aber einmal ein MT5-Konto hat, dann hat man eben hier auch die Möglichkeit, Futures und CFDs und auch Forex-Produkte ja sehr, sehr, sehr komfortabel über eine Plattform zu handeln. Ja, und da werden wir auch ein bisschen einen Blick drauf werfen, wie das Ganze aussieht. Also fangen wir an mit dem ersten Teil. Bisschen Einführung in diesen ganzen Bereich Futures, in dieses Produkt Futures. Und dafür schauen wir uns mal an. Finanzmärkte sind mehr oder weniger aufgeteilt in zwei Bereiche. Und zwar in den Bereich Kassamärkte und in den Bereich Terminmärkte. Das ist hier gerade die Steuerung von meiner PowerPoint abgeraucht. Ich starte die einfach noch mal kurz neu. Und zwar hier an dieser Stelle. So. Da haben wir es. Dann ziehe ich mir das hier gerade noch rüber. So. Also. Finanzmärkte können aufgeteilt werden in die sogenannten Kassamärkte und in die sogenannten Terminmärkte. Kassamärkte und Terminmärkte hängen relativ eng zusammen, auch wenn es sich im Prinzip um eigenständige Märkte handelt. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr die Nachrichten anmacht auf NTV oder auf Bloomberg oder abends auf der ARD. Euch die Börsenkommentare anschaut, dann seht ihr häufig,
den DAX-Kurs, der irgendwo im Hintergrund an der Börse läuft. Diese große Anzeigetafel in Schwarz mit dem weißen Kursverlauf drauf. Und das ist normalerweise der Kassamarkt, der da gezeigt wird. Dieser Kassamarkt, in den kann man nicht direkt investieren. Also die DAX-Kasse zum Beispiel kann nicht gekauft werden, sondern die DAX-Kasse bildet im Prinzip nur den Kursverlauf der 30 Aktien, die im DAX enthalten sind, in der entsprechenden Gewichtung ab. Ja, da wird also gewichtet nach Marktkapitalisierung und je nachdem, wie sich die Einzelaktien bewegen, so wird dann der Kurs des DAX ermittelt und das ist das, was da auf dieser Anzeigetafel läuft. Typischerweise, wenn man einen CFD tradet auf dem DAX, dann ist es häufig ein CFD auf dem Kassamarkt. Es gibt inzwischen auch CFDs auf Futures, aber meistens ist ein DAX-CFD auf den Kassamarkt gepreist. Wenn wir in Future handeln, dann befinden wir uns im Terminmarkt. Und diese Kassamärkte und Terminmärkte, die wirken gegenseitig aufeinander. Wenn wir also eine starke Bewegung im Kassamarkt haben, dann wird die auch im Terminmarkt dargestellt. Und wenn wir eine starke Bewegung im Terminmarkt haben, dann wird die auch im Kassamarkt dargestellt. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns heute im Laufe der Zeit mal noch ein bisschen genauer an. Also am Ende ist es so, dass sich diese beiden Märkte, sowohl der Kassamarkt, also die DAX-Kasse in dem Beispiel, und auch der Terminmarkt, also der DAX-CFD, auf identische Produkte, auf ein identisches Produkt beziehen. Ja, in dem Fall den DAX eben als sogenannten Basiswert oder Underlying. Ja, dieser Basiswert oder dieses Underlying kann eben alles Mögliche sein. Das kann ein Index sein, das kann eine Aktie sein, das kann eine Anleihe sein. Was auch immer. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass Kassamärkte und Terminmärkte zwei unabhängige Produkte sind, die sich aber auf die gleiche Basis beziehen. Ja, und ich weiß, dass das ein bisschen komplex ist am Anfang. Ich werde aber versuchen, das hier heute mit ein paar einfachen Worten so zu erklären, dass Sie nachher am Ende alle wissen, worum es geht und wie sich so eine Preisbildung am Terminmarkt oder am Kassamarkt eben zusammensetzt. Auf dem Terminmarkt ist es so, dass wir das Ganze über Termingeschäfte machen. Ja, das schauen wir uns gleich an, was das ist. Also, Kassamärkte. Ganz klar, der Kassamarkt oder der Spotmarkt ist der Markt für Wertpapiere, Devisen oder Waren, völlig egal, an dem die Abschlüsse zwischen Käufer und Verkäufer sofort bzw. sehr kurzfristig erfüllt werden müssen. Das heißt, wenn wir jetzt kaufen, heute, dann haben wir eine Erfüllung unseres Kaufes heute bis maximal 2 Tage in die Zukunft. Ja, das ist im Prinzip die Grundausrichtung eines Kassamarktes oder eines Spotmarktes. Sofortige Ausführung. Bei einem Terminmarkt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bei den Terminmärkten werden sogenannte Derivate oder derivative Produkte gehandelt. Und der größte Unterschied zum Kassamarkt besteht hier in einer zeitlichen Verzögerung der Erfüllung von Käufen und Verkäufen. Das heißt, wir kaufen heute einen Future eben oder eine Option oder was auch immer wir im Terminmarktbereich kaufen. Und die Erfüllung, also die Lieferung oder die Bezahlung, findet erst irgendwann in der Zukunft statt. Ja, das kann je nachdem, wie lang die Laufzeit dieses Futures noch ist, kann es sich um mehrere Tage handeln oder um mehrere Wochen oder sogar um mehrere Monate. Ja. Also, haben wir Kassamärkte, Terminmärkte, Kassamärkte sofort ausgeführt, Terminmärkte irgendwann später ausgeführt. Und in den Terminmärkten werden eben die sogenannten Termingeschäfte getätigt. Und bei den Termingeschäften unterscheidet man in unbedingte Termingeschäfte und bedingte Termingeschäfte. Ja, generell werden Termingeschäfte sowohl außerbörslich als auch an der Börse gehandelt. Ja. Also unbedingte Termingeschäfte. Bei unbedingten Termingeschäften steht am Ende der Laufzeit für beide Seiten die Pflicht zur Erfüllung. Ja. Bei bedingten Termingeschäften hat ein Partner oder auch beide eben immer das Recht, das Geschäft verfallen zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
Das Ganze sieht nämlich so aus, dass wir auf der einen Seite bei den unbedingten Termingeschäften die Futures haben oder eben auch die Forwards, da kommen wir gleich noch drauf, was das ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Optionen. Ja, also bei Futures haben wir gerade gesagt, unbedingte Termingeschäfte, also Pflicht zur Erfüllung. Bei Optionen, deswegen heißen die auch Optionen, kann sich der Optionskäufer oder der Optionsverkäufer, wie auch immer, eine der beiden Seiten sich dazu entscheiden oder der Optionskäufer kann sich in dem Fall dazu entscheiden, die Option verfallen zu lassen. Futures und Forwards sind eigentlich mehr oder weniger gleiche Produkte, also sind sehr, sehr ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass Forwards eben nicht standardisiert sind. Futures sind standardisiert, gucken wir uns gleich noch genauer an, was das heißt. Und die Futures sind eben immer börsengehandelt, Forwards sind normalerweise OTC. OTC heißt over the counter, also ohne, dass eine Börse damit beauftragt wird, diese Geschichten durchzuführen. Für uns als Trader haben Futures eben den großen Vorteil, dass die Börse quasi garantiert, dass die andere Seite ihre Pflicht auch erfüllen kann. Ja, bei einem Forward, was ja auch ein normaler Vertrag ist, kann es sein, dass eine Seite da irgendwie zahlungsunfähig wird, insolvent, wie auch immer, und ihren Vertrag nicht mehr erfüllen kann. Das kann bei einem Future nicht passieren. Und deswegen achtet der Broker in dem Fall auch immer darauf, dass ihr ausreichend Geldmittel auf dem Konto habt, damit ihr die einzelnen Kontrakte auch handeln könnt. Wie viel Geld ihr dafür welche Kontrakte braucht, das schauen wir uns im Laufe dieser Webinar-Session auch noch an. Also, jetzt haben wir schon gelernt, es gibt am Markt zum einen den Kassamarkt, zum anderen den Terminmarkt und bei den Terminmärkten gibt es bedingte und unbedingte Produkte. Wir haben gesagt, Futures werden börsengehandelt und Futures sind mit einer Pflicht zur Erfüllung verbunden. Was sind Futures überhaupt? Warum sind Futures überhaupt entstanden? Also prinzipiell gibt es Futures seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die ursprüngliche Zielsetzung eines Futures, wofür die meisten Futures heute auch immer noch verwendet werden, sind Absicherungen. Und zwar Absicherungen vor Preisschwankungen. Ja, das, was ich hier aufgeschrieben habe, Farmer konnten sich schon vor der Ernte die Preise sichern und managten somit das Risiko von schlechten Ernten oder rückgängiger Nachfrage. Es wurde zu einem festen Lieferdatum der Preis festgelegt. Das heißt, der Farmer hat schon, bevor er seine Ernte eingeholt hat, Verträge geschlossen, zu welchem Preis er seine Produkte am Ende, wenn die Ernte eingefahren wird, verkaufen kann. Ja, das hat zum einen für den Farmer den Vorteil, dass der eine Einnahmensicherheit hat. Der weiß also, was er für einen Buschel Weizen oder wie auch immer verdienen kann oder was er dafür bekommt und dann also daraus auch, wie viel er damit verdienen kann. Und auf der Verbraucherseite, auf der anderen Seite, ist es eben so, dass der Verbraucher die Preissicherheit hat, der weiß, was er in 8 Wochen, 10 Wochen für sein Buschel Weizen eben bezahlen muss. Ja, und das ist das, wofür Futures momentan auch immer noch am häufigsten verwendet werden, nämlich für dieses sogenannte Hedging. Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Sowohl Verbraucher als auch Produzenten hedgen sich eben am Future-Markt und auch am Optionsmarkt, aber überwiegend am Future-Markt gegen diese Preisschwankungen. Und das Gute daran oder das Spannende daran ist, dass diese Marktteilnehmer die Positionen, die sie halten, entweder wenn es Hedger sind, die Hedging-Positionen, die sie halten, oder aber wenn es große Spekulanten sind, die Trading-Positionen, die sie halten, die müssen sie melden einmal wöchentlich. Ja, und diese Meldungen, die können wir im Internet abrufen und daraus kann man unheimlich viele Informationen ziehen, welche Trading-Gruppe im Moment welche Erwartungen für die Preisentwicklung hat. Und das ist etwas, was ich selber sehr intensiv in meinen Swing Trades mit einfließen lasse, nämlich diese Meldungen der Positionen. Das sind dann die sogenannten Commitments of Traders Daten.
Ja, darum geht auch dieses Seminar, was ich Ende nächster Woche abhalte über 3 Tage, Samstag, Sonntag, Montag. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Da kann man als mittelfristiger Trader, der also in Swing Trades engagiert ist, unheimlich viel draus ablesen. Und das gibt es für alle amerikanischen Futures. Das heißt, es ist egal, ob das Indizes sind oder Währungen oder Anleihen oder Rohstoffe. Für all diese Bereiche werden diese Positionen gemeldet. Und das ist eben der Grundkern oder die Grundidee eines Futures, wozu der überhaupt gemacht worden ist, nämlich für Absicherungsgeschäfte beiderseitig vom Verbraucher und vom Produzenten. Ja. Absicherung gegen ungeplante oder starke Preisschwankungen. Was sind also Futures? Futures sind feste vertragliche Vereinbarungen, eine standardisierte Menge eines Basiswerts zu einem im Voraus festgelegten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt zu liefern bzw. zu übernehmen. Und hier die wichtigen Punkte sind standardisierte Menge, der Basiswert, festgelegter Preis und bestimmter Zeitpunkt. Das ist all das, was ein Future-Kontrakt enthalten muss. Und das sind auch alles Dinge, die ihr für die einzelnen Future-Kontrakte an den Börsen an Informationen bekommt. Ja, für die Sachen, die jetzt hier interessant sind, für diese Eurex-Futures, die neu sind bei FX Flat, zeige ich euch das aber alles, wie das hier aussieht. Das bedeutet am Ende, dass der Käufer eines Futures die Pflicht zur Abnahme hat und der Verkäufer eines Futures hat die Pflicht zur Lieferung. Jetzt ist es aber trotzdem so, wenn ihr jetzt ein Future handelt, in dem ihr am Ende der Laufzeit nicht ausgeführt werden wollt, ja, dann könnt ihr den halt jederzeit vorher an der Börse verkaufen und irgendjemand anders übernimmt den. Ja, oder umgekehrt, wenn ihr nicht liefern wollt, also wenn ihr eine Short-Position habt und wollt nicht liefern, dann könnt ihr einfach diese Position auch vor Ablauf des Futures eindecken und seid damit aus dieser Pflicht raus. Eindecken heißt dann in dem Moment, dass ihr die Position glattstellt und damit eben jemand anders diese Pflicht zur Lieferung übernimmt. Prinzipiell gibt es zwei große Bereiche bei den Futures. Das eine sind die Financial Futures, das sind also Futures auf Wertpapiere. Das ist das, was uns hier jetzt am meisten interessiert, weil wir das jetzt bei FX Flat super günstig handeln können. Und das andere sind Commodity Futures auf Rohstoffe. Ja, da kommt noch ein bisschen was, auch bei FX Flat. Das dauert aber noch ein paar Wochen, bis da der Future-Handel weiter ausgebreitet wird. Also wir schauen uns hier heute überwiegend an Financial Futures. Was sind Financial Futures? Financial Futures, die bekanntesten sind die Futures auf die Indizes. Ja, das ist der DAX, also einmal als FDAX für den großen DAX oder als FDAX M für den Mini-DAX. Dann haben wir den Eurostoxx, den S&P, den Dow Jones, den Nasdaq, den Russell und so weiter. Das sind also typischerweise Futures auf Indizes, das ist das, was die meisten privaten Futures-Händler traden, Indizes. Was ich persönlich auch sehr gerne handle, wo ich aber weiß, dass es nicht ganz so weit verbreitet ist, was ich sehr schade finde, denn das sind tolle Futures, mit denen man richtig gut handeln kann, die sehr, sehr schöne Trends ausbilden. Das sind die ganzen Anleihen. Ja, da haben wir den Bund-Future. Oh, hier steht Eurobund und Eurobund, das ist natürlich falsch. Ja, das ist der Eurobobble, der 5-Jährige, das ist nicht der Bund. Und dann haben wir noch die 2-Jährigen. Dann haben wir die T-Notes, die T-Bonds, das sind die 10-Jährigen und 30-Jährigen US-Anleihen. Da gibt es dann auch noch 5-Jährige, 2-Jährige, dann gibt es 3-Monats-Bills. Also alles, was man sich an Anleihen so vorstellen kann, wird auch im Future-Bereich gehandelt. Und der letzte Bereich, der aber wahrscheinlich am wenigsten interessant ist für die meisten, ist der Bereich Währungen. Da will ich eigentlich nur eins hier hervorheben, und zwar den Dollarindex. Das ist ein ganz tolles Produkt, was man als Future hier handeln kann. Ist so mehr oder weniger eines der Lieblingshandelsprodukte von mir. Das ist ein Währungskorb, den man da tradet gegen den US-Dollar. Ist ganz, ganz interessant, das Ding zu handeln, macht tolle Bewegungen und ist auch von der Größenordnung her für mittlere Konten
gut handelbar. Ansonsten diese Dinge Euro-Dollar, Britisch-Pfund-Dollar, australischer Dollar gegen US-Dollar und so, das sind eben alles Produkte, die ihr auch im Forex-Bereich findet, wo ihr also nicht unbedingt im Future drauf traden müsst. Okay. So, wie schon gesagt, gehören Futures der Obergruppe der Derivate an. Das sind also Finanzprodukte, deren eigener Wert von der Wertentwicklung eines anderen abhängt. Haben wir ja gerade gesagt, ja, und zwar von dem Underlying oder dem Basiswert, auf das dieser Future gepreist wird. Und da möchte ich ein bisschen den kleinen Bereich Theorie hier einfügen. Und zwar will ich Ihnen einmal zeigen, wie sich dieser Future-Preis bildet. Denn der Future-Preis ist nicht immer identisch mit dem Kassa-Preis. Ja, der Future-Preis bildet sich aus dem Kassa-Preis oder dem Spot-Markt-Preis plus der Finanzierungskosten abzüglich der möglichen Erträge. Und das Ganze nennt sich dann Cost of Carry. Also die Cost of Carry sind quasi die Haltekosten. Wir haben ja eben schon gesagt, das Ganze ist so aufgebaut, dass wir ja am Spotmarkt oder am Kassamarkt die sofortige Lieferung haben und am Futuremarkt haben wir eine verzögerte Lieferung, eine verspätete Lieferung, die teilweise mehrere Monate in der Zukunft liegen kann. Und jetzt ist das Ganze so ausgebildet, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Future kauft oder einen Future handelt für eine Weizenlieferung in 3 Monaten. Dann muss ja derjenige, der den Weizen liefert, über die 3 Monate das Produkt irgendwo lagern. Ja, das gibt dann Lagerkosten. Das heißt, da muss ein Lager angemietet werden, das Ganze muss versichert werden gegen Brand und was auch immer. Und dadurch, dass er ja den Weizen schon vorrätig hat, gehen ihm also Barmittel verloren, die er normalerweise, wenn er den Weizen sofort verkaufen würde, einnehmen würde und die dann zu einem gewissen Zinssatz irgendwo anlegen könnte. Das sind alles Finanzierungskosten, die mit dazu zählen. Ja, die gehören alle zu den Cost of Carry. Und die werden dann eben auf den Future-Preis obendrauf gerechnet. Ja. Also, die Cost of Carry sind Nettokosten, die bei Sofortkauf und Halten bzw. Lagern des Basiswertes bis zur Fälligkeit des Termingeschäfts anfallen. Ja, die Kosten sind bei Warenkontrakten und bei Finanzkontrakten unterschiedlich. Also bei Finanzkontrakten, wir können es ja mal durchgehen. Ganz kurz, bei Warenkontrakten, das heißt auf Gold, ja, Futures auf Gold und auf Öl, die kommen noch bei FX Flat, da ist das so. Dann haben wir das bei den ganzen Agrarrohstoffen, Weißmeizen, Baumwolle, Kakao und so weiter. Da ist es also so, dass diese Cost of Carry die Finanzierungskosten wie Zinskosten zur Finanzierung oder Lagerkosten wie Mieten und Versicherungen umfassen. Bei Termingeschäften auf Waren sind mit dem Lagern und der Finanzierung verbundene Kosten normalerweise höher als die Erträge, wobei es meistens gar keine Erträge gibt. Und deswegen ist der Terminpreis, also der Preis des Futures, höher als der Kassapreis. Das Ganze nennt man dann Contango. Haben einige vielleicht schon mal gehört, Contango und Backwardation. Dieses Contango ist die normale Situation für ein Future. Das heißt, der Future ist teurer als der Kassapreis. Ja, das heißt, dass es eine Nachfrage seitens der Käufer geben muss für eine spätere Lieferung. Wenn es diese Nachfrage seitens der Käufer gibt für eine spätere Lieferung, dann lohnt sich die Lagerung. Ja, und das Ganze funktioniert normalerweise so, dass die Nachfrage in der Regel dadurch entsteht, dass Käufer mit einem ansteigenden Rohstoffpreis am Spotmarkt in der Zukunft rechnen. Ja, und das wollen sie dann eben über diese Terminkontrakte, über die Futures absichern. Wenn die Käufer allerdings der Meinung sind, dass sie in der Zukunft auch
günstig am Spotmarkt kaufen können, das heißt, wenn Sie davon ausgehen, dass die Preise fallen in der Zukunft, dann hätten Sie keinen Grund, Aufschläge für Lieferung und Lagerung zu bezahlen. Dann würde also diese Nachfrage wegfallen. Dann schwächt sich das Contango ab. Das heißt, der Future-Preis wird etwas günstiger im Verhältnis zum Kassapreis. Der Unterschied ist nicht mehr ganz so groß. Und in Extremsituationen, in seltenen Extremsituationen, kann sich das Ganze umkehren. Und dann haben wir eine sogenannte Backwardation. Und eine Backwardation entsteht dann eben in der Situation, wo der Future-Preis günstiger ist als der Kassapreis. Ja, und das ist eben immer dann der Fall, wenn die überwiegende Masse der Marktteilnehmer der Meinung ist, dass dieser Future-Preis oder dass dieser Rohstoffpreis mit einer hohen Sicherheit fallen wird, also das Produkt in der Zukunft billiger wird, als es jetzt ist. Bei Finanzkontrakten, also zum Beispiel dem DAX oder dem Bund Future, umfassen die Finanzierungskosten eben die Zinskosten zur Finanzierung oder Depotgebühren und sämtliche Erträge wie zum Beispiel Zinseinnahmen und Dividenden. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ein Investor die DAX-Kasse nachbilden würde, dann würde er sehr viel Geld aufwenden müssen, um diese ganzen 30 Aktien in der richtigen Gewichtung kaufen zu können, müsste dafür eine sehr, sehr hohe Summe investieren. Und auf der anderen Seite, ein Investor, der einfach ein Future kauft, hat eine viel geringere Summe, die er hinterlegen muss, nämlich die Marge, bewegt aber die gleiche Positionsgröße wie der, der den ganzen Index nachbildet, und muss dafür eben nur viel weniger Geld hinterlegen. Das heißt, er könnte mit dem Differenzbetrag an den Geldmarkt gehen und könnte das, wenn es denn Zinsen geben würde, für Zinsen am Geldmarkt anlegen. Und diese Zinsen zum Beispiel, die werden mit eingerechnet in die sogenannten Cost of Carry. Hier ist es so, wenn die Erträge höher sind als die Kosten, wenn also der Investor, der jetzt zum Beispiel Dividenden kassieren würde, wenn er die ganzen Einzelaktien kauft, wenn diese Erträge höher sind als die Zinskosten, dann liegt der Future-Preis unter dem Kassapreis. Ja, also hier kann es durchaus sein, dass der Future-Preis auch mal unterm Kassapreis liegt. Das Ganze sieht typischerweise so aus, zum Beispiel für den DAX. Wir haben einen Future-Kurs, das ist diese rote Linie, einen Kassakurs, das ist die rote Linie. Und wir haben einen theoretischen Future-Preis. Dieser theoretische Future-Preis haben wir gerade uns angeschaut, wie sich der errechnet. Der errechnet sich aus dem Kassapreis und den Cost of Carry. Ja, so. Ich hole mir mal gerade mein Zeichentool hier rein. Also wir haben jetzt hier an der Stelle hier in Rot den Verlauf des Kassapreises und ganz wichtig hier hinten den Fälligkeitstermin des Futures. Aus dieser roten Kurve leitet sich diese pinkfarbene Kurve ab. Nämlich, indem wir die Carry-Basis, das ist hier, ja, die Carry-Basis, das ist dieser grüne Teil hier, abziehen. Ja, das ist also bei dem hier abgebildeten Future jetzt so, dass die Erträge höher sind als der Zinsaufwand. Und deswegen notiert der Future-Preis hier unterhalb des Kassapreises. Und jetzt haben wir aber eben, wie gesagt, die pinkfarbene Linie, die hier läuft, der theoretische Wert. Wir haben jetzt aber auch noch einen tatsächlichen Future-Verlauf. Und dieser tatsächliche Future-Verlauf, der schwankt eben so ein bisschen. Das heißt, der Preisunterschied zwischen Kassamarkt und Future-Markt ist nicht immer identisch. Und das ist das, was im Arbitragehandel hier sofort dann wieder ausgeglichen wird. Ja. Aber das, was eben ganz, ganz wichtig ist, ist diese Basis, also die Differenz zwischen Future-Preis und Kassapreis.
die kann positiv oder negativ sein, ja, je nachdem, wie sich eben bei dem einzelnen Produkt die Cost of Carry zusammensetzen. Wie gesagt, bei den Rohstofffutures ist es überwiegend ein Contango, was normal ist. Es gibt aber auch andere Situationen. Und mit abnehmender Laufzeit, das haben wir hier unten, mit abnehmender Laufzeit nimmt der Einfluss dieser Cost of Carry ab. Wir schauen uns das nachher noch mal ein bisschen genauer an beim DAX, wie das da aussieht, damit ihr da ein Gefühl für kriegt. Denn beim DAX ist es eben so, dass wir normalerweise den Future-Preis über dem Kassapreis haben. Ja, da sieht das Ganze also so aus. Und hier ist es eben wichtig zu wissen, diese Differenz hier zwischen Future-Preis und Kassapreis, die wird immer geringer, je dichter wir an den Verfall kommen. Und wenn wir dann hier am Verfalltermin sind, dann haben wir häufig den oder fast immer den Kassakurs und den Future-Kurs mehr oder weniger identisch. Und dann beginnt die nächste Laufzeit. Und wenn die nächste Laufzeit im Future beginnt, dann fangen wir wieder hier oben an. Ja, dann läuft der Kassakurs hier unten ganz normal weiter. Der Kassakurs ist durchgehend. Und der Future-Kurs für die nächste Laufzeit, der fängt dann hier oben an und nähert sich im Laufe der Zeit dann auch wieder dem Kassakurs an. Und das passiert alle 3 Monate. Ja, der DAX-Future verfällt alle 3 Monate. Alle 3 Monate wird also hier so ein Gap quasi im Markt abgebildet und dann läuft der Future wieder an den Kassakurs ran. Also, nochmal zusammengefasst, der Handel eines Futures bedeutet, wir handeln ein bestimmtes Finanzinstrument zu einem im Voraus festgelegten Preis, zu einem festgelegten Zeitpunkt in festgelegter Menge. Und wir müssen das entweder übernehmen oder liefern, je nachdem, ob wir Käufer oder Verkäufer sind. Ich habe hier mal 2 Beispiele, eins aus dem Rohstoffbereich, da haben wir zum Beispiel ein Crude Oil, also die amerikanische Ölvariante. Das haben wir hier. Steht jetzt inzwischen über 62 Dollar, aber standen wir hier bei 61,76 $. Das heißt, wenn wir jetzt einen Future kaufen würden zu 61,76 $, dann ist das der Preis, zu dem wir, wenn die Lieferung fällig wird, und das ist beim aktuellen Öl-Future, Lieferung zwischen 1.6. und 30.6. Am 21.6. ist, glaube ich, auch zusammen mit dem DAX das Settlement. Also Produktlieferung ist dann irgendwann zwischen dem 1.6. und dem 30.6. Dann würden wir als Käufer 1.000 Barrel Öl bekommen. Als Verkäufer müssten wir 1.000 Barrel Öl liefern, wenn wir den Kontrakt nicht rechtzeitig schließen. Ja. Der Mario schreibt hier, DAX Mini ist der FDXM, oder? Ja, genau, das ist. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Hier auf dieses FDAXM, das ist unterschiedlich. Es gibt einige Broker, die bezeichnen den als FDAXM. Es gibt andere, die bezeichnen den als FDXM ohne dieses A. Ja, das ist beides das Gleiche. So, aber im Öl ist es eben so, wir haben hier eine feste Kontraktgröße. 1.000 Barrel ist der Gegenwert eines Future-Kontrakts. Im DAX ist es anders. Ja, wenn wir den Mini-DAX hier nehmen, mit 5 € pro Punkt, dann ist unsere Kontraktgröße immer 5 € mal Indexstand. Beim Öl ist es immer 1.000 Barrel. Ja, beim Gold sind es immer Unzen. Ja, je nachdem, was wir da für ein Future haben. Ja, 1 Unze, 10 Unzen, 100 Unzen. Also im Gold sind es immer Unzen, im Crude Oil sind es immer 1.000 Barrel Öl und im DAX sind es immer 5 € mal der Indexstand.
Ja, das ist die Kontraktgröße, mit der wir da arbeiten. Und da sieht man jetzt auch schon, diese Kontraktgrößen sind bei allen Rohstoffen und auch bei Anleihen und so, also grundsätzlich fix, außer bei Futures auf Aktienindizes. Ja, weil Futures auf Aktienindizes, da verändert sich der Kontraktwert mit dem Indexstand. Ja, 21.06. ist der Verfallstermin, also am 21.06. wird umgestellt jetzt vom aktuellen Juni-Kontrakt auf den September-Kontrakt. Ja, alle 3 Monate. Juni, September, dann kommt Dezember und dann kommt der März wieder. Okay, also das macht einen Future aus. Ja, das sind die wichtigen Dinge am Future. Wir haben einen festgelegten Preis für die Zukunft. Wir haben, dieser Preis ändert sich natürlich. Ja, der ändert sich ja laufend bei einem Future. Aber immer dann, wenn ihr den kauft, dann habt ihr den Kaufpreis für das Ende der Laufzeit abgesichert. Ihr könnt den natürlich jederzeit vorher verkaufen, ja, oder glattstellen, wenn ihr eine Short-Position habt. Aber prinzipiell ist es so, dass ihr euch genau zu dem Preis absichert, den ihr da jetzt bezahlt. Na, ich habe es hier nochmal für Gold. Wie gesagt, der normale Goldkontrakt immer 100 Unzen. Und da ist es völlig egal, wie der Dollar steht. Es ist völlig egal, wie der Goldpreis aktuell steht. Die Kontraktgröße sind immer 100 Unzen. Ja. Dann haben wir für jeden Future festgelegt die kleinste Preisbewegung, die Laufzeit, Lieferung und die Margin-Anforderungen. Wie gesagt, für die Futures, für die das jetzt hier interessant ist, gucken wir uns das nochmal gesondert an. Also kommen wir zum nächsten Bereich Futures im Handel. Wozu werden die verwendet? Ich hatte das schon mal kurz erwähnt gerade. Wir hatten es schon mal angerissen. Wir haben zwei Hauptbereiche. Das eine ist Trading. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch machen, nämlich der Versuch, durch den Kauf oder Verkauf von Futures bei Preisänderungen einen Gewinn zu erzielen. Ja, das ist die klassische Definition von Trading. Man versucht, mit Preisänderungen einen Gewinn zu erzielen, hat dabei aber immer das Risiko, was man dafür trägt. Wenn man nämlich in die falsche Richtung tradet oder der Markt in die falsche Richtung läuft, dann macht man eben keinen Gewinn, dann macht man einen Verlust. Ja, und Futures werden im Trading überwiegend wegen des großen Hebels verwendet. Ja, wir haben ja im letzten Jahr diese neuen ESMA-Regelungen gehabt. Da sind die Hebel für Forex-Produkte und für CFDs ziemlich stark eingeschränkt worden, also stark beschränkt worden. Es gibt also kaum noch Möglichkeiten, hier mit dem Hebel von 100 zu 1 oder so zu arbeiten. Wir werden uns entweder heute oder in der nächsten Session auch noch mal anschauen, wie sich der Hebel auf diese Futures berechnet. Und dann werdet ihr sehen, was ihr hier für Möglichkeiten habt, wie man hier mit dem Future gehebelt arbeiten kann. Aber eins ist ganz klar, Hauptgrund zur Verwendung der Futures ist A, der Hebel und B, die Handelbarkeit über eine Börse. Ja, wir werden uns auch noch gleich die Preisbildung anschauen und dann werdet ihr die großen Unterschiede zu den CFDs auch sehen. Der zweite Bereich, für den Futures verwendet werden, habe ich auch gerade schon gesagt, ist der Bereich Hedging, also die Absicherung gegen Preisschwankungen. Ja, und da ist es jetzt egal, ob wir einen Agrarrohstoff traden und der Hedger sichert sich als Produzent vielleicht gegen fallende Rohstoffpreise ab. Ja, das würde nämlich bedeuten, wenn er sich nicht absichert, der Rohstoffpreis fällt, dass er dann, wenn er seine Ernte einbringt, sein Produkt zu einem niedrigeren Preis verkaufen muss. Ja, wenn er das nicht möchte, kann er sich eben über die heutigen Möglichkeiten am Future- und Optionsmarkt absichern und kann sich heute schon einen Preis für 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen in die Zukunft sichern, den er für sein Produkt erzielen kann. Und für genau das Gleiche können eben auch diese Financial Futures verwendet werden. Die werden auch für Hedging-Zwecke verwendet. Zum Beispiel, wofür könnte man einen DAX Future oder einen S&P Future verwenden? Wenn wir jetzt einen Vermögensverwalter haben, der im großen Stil Aktienpositionen in seinen Portfolios hält,
Und der rechnet damit, dass die Aktienmärkte nachgeben. Oder er sieht eine erhöhte Gefahr, dass die Aktienmärkte nachgeben. Wie jetzt gerade in der aktuellen politischen Situation. Wir haben einen ziemlich groß angelegten Handelsstreit zwischen China und den USA. Das macht die Märkte sehr, sehr unberechenbar in der letzten Zeit. Es wird auf jede kleine Nachricht exorbitant stark reagiert. Wir kriegen große Schwankungen in die ein oder andere Richtung. Und wenn wir jetzt einen Vermögensverwalter haben, der sehr große Aktienpositionen hält, diese Aktienpositionen aber nicht verkaufen möchte, warum auch immer, weil er vielleicht die Dividende einstreichen will oder weil er sich halt nicht sicher ist, ob es fällt, sondern es könnte ja auch genauso gut weiter steigen, dann möchte er natürlich mit den Positionen weiter dabei sein. Aber er will sein Risiko absichern oder zumindest einen Teil des Risikos rausnehmen, dann kann er das machen über Short-Positionen am Terminmarkt. Ja, das heißt, er kann Optionen handeln oder er shortet einfach Futures. Hat den Vorteil, dass er durch den Margin-Handel relativ wenig Geld dafür hinterlegen muss und durch diese Margin einen sehr großen Teil seines Depots sogar absichern kann für ja, relativ kleine Kosten. Denn die Handelskosten für Futures sind recht gering. Und man kann sich ziemlich genau ausrechnen, wie viel Futures man shorten muss, um einen wie großen Teil des Portfolios abzusichern. Ja, das geht ganz gut. Das Ganze funktioniert dann eben so, wenn der Markt weiter steigt, dann machen die Shorts im Future-Bereich ein paar Verluste. Dafür nimmt man auf der anderen Seite die Gewinne aus den Aktien mit. Und wenn der Markt eben fällt, dann sind die Aktien, die man im Depot hat, zwar weniger wert, dafür verdient man Geld auf der Short-Seite mit dem Future. Ja, so funktioniert im Prinzip ganz grob das Hedging. Und wie gesagt, das ist völlig egal, ob wir einen Rohstoff haben, ob wir einen Index haben, ob wir eine Währung haben. Ja, für Währungen ist das Ganze genauso. Firmen, die zum Beispiel in US-Dollar produzieren in Amerika, ihre gesamten Kosten in US-Dollar haben und einen Großteil ihrer Produkte nach Kanada verkaufen und in kanadischen Dollar bezahlt werden, die müssen sich vielleicht hedgen gegen die Währungsschwankungen zwischen dem kanadischen Dollar und dem US-Dollar. Ja, weil sie ihre Waren in kanadischen Dollar bezahlt bekommen und ihre Kosten müssen sie in US-Dollar decken. Ja, und um da eine Planungssicherheit zu kriegen, ist auch da Hedging wichtig. Nebenbei bemerkt, Hedging ist der deutlich größere Anteil am heutigen Handel im Vergleich zum Trading. Ja, Trading ist zwar das, was jeder kennt, aber Hedging wird sehr viel mehr verwendet. Es sind höhere Umsätze bei den Hedgern als bei den Tradern. So, grundsätzlich nochmal ganz, ganz wichtig für Futures. Das, was wir hier machen können, das ist auch ein bisschen anders als bei klassischem Aktienhandel. Wir können ohne Probleme Long und Short gehen. Ja, im Aktienhandel haben wir es immer wieder, dass Short-Positionen auf einzelne Werte verboten werden. In der Finanzkrise durften keine Banken, keine Versicherungen geschortet werden. Jetzt zuletzt hatten wir gerade das Thema bis in den April rein. Da durften für mehrere Wochen keine Wirecard-Aktien geschortet werden. Ja, da gibt es also immer mal wieder Verbote. Das sind aber überwiegend Leerverkaufsverbote. Das heißt, man darf dann nicht eine Aktie verkaufen, die man nicht auf der anderen Seite irgendwo physisch als Sicherheit besitzt. Im Future ist das anders. Im Future können wir nach Belieben long gehen und short gehen. Dadurch, dass ein Future ja immer ein Vertrag ist, sobald wir einen Vertragspartner auf der anderen Seite haben, der die Gegenseite übernimmt, können wir auch jederzeit verkaufen. Ganz kurz die Begriffsklärung. Ja, wenn ein Trader einen Future-Kontrakt kauft, dann wird dies der Trader geht long genannt. Ja, der Trader, der kauft oder long geht, spekuliert dementsprechend also auf steigende Kurse. Bei steigenden Kursen kann der Trader einen Gewinn verbuchen, bei fallenden Kursen macht der Trader einen Verlust. So sieht das Ganze aus im Diagramm. Wir haben hier unseren Kaufpreis, ja, oder unsere Kaufstelle. An diesem Moment wird gekauft. Und das, was sich jetzt entwickeln kann, ist entweder ein Gewinn, wenn die Preise steigen, oder ein Verlust, wenn die Preise fallen. Ja, das ist relativ einfach, das, was hier auf den Achsen abgebildet ist. Das ist hier der Preis. Wenn also der Preis steigt,
dann machen wir hier einen Gewinn in die Richtung. Wenn aber der Preis fällt, dann machen wir einen Verlust. Ja, und das Schöne daran ist, dass es immer gleich ist. Also es spielt überhaupt keine Rolle, ob der DAX bei 2000 Punkten steht oder ob der DAX bei 10.000 oder bei 20.000 steht. Wenn wir einen Mini-DAX-Future handeln, dann ist ein Punkt 5 Euro wert. Ja, das ist genauso simpel und genauso einfach wie beim CFD, wobei einem CFD der Punkt halt 1 Euro wert ist. Meistens ist der Punkt bei einem Mini-Future immer 5 Euro wert. So, das funktioniert also zum einen in die Long-Richtung, zum anderen natürlich genauso in die Short-Richtung. Ja, wenn also ein Investor einen Future-Kontrakt verkauft, wird dies der Trader geht Short genannt. Der Trader, der verkauft oder Short geht, spekuliert dementsprechend auf fallende Kurse. Hier auch wieder das Gleiche. Das heißt jetzt hier aber umgekehrt, wenn der Preis fällt, ja, dann macht der Trader einen Gewinn. Wenn der Preis aber steigt, dann macht der Trader einen Verlust. Ja, so einfach ist das Ganze. Man muss also im Prinzip nur eine Erwartungshaltung haben, in welche Richtung der Markt laufen könnte. Und dann kann man sowohl in die Long-Richtung als auch in die Short-Richtung ohne Probleme mit dem Future davon profitieren. Die Preisbildung, habe ich ja gerade schon gesagt, ist ein bisschen anders als beim CFD. Ja, das, was wir klassischerweise kennen vom CFD, ist eine Kursstellung durch den Broker. Das war's. Da spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Nachfrage da reinkommt. Da spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Angebot ist. Das heißt, wie viele CFDs gerade von irgendwelchen Tradern verkauft werden. Das bedeutet am Ende nichts anderes als, egal wie groß die Position ist, die ihr in diesem Markt tradet, ihr werdet den Preis nicht beeinflussen. Völlig egal. Ihr könnt mit einem 100-Millionen-Konto im Future-Bereich handeln und es wird sich nichts am Preis ändern. Ihr bekommt den Preis, der gerade angezeigt wird, und das ist eben der, den der Broker stellt. Beim Future sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Beim Future-Preis haben wir eine Kursbildung rein durch Angebot und Nachfrage, durch nichts anderes. Und das funktioniert eben dadurch, dass wir über eine geregelte Börse handeln. Wenn ihr also jetzt bei FX Flat euch ein MT5-Konto aufmacht oder vielleicht schon eins habt, euch freischalten lasst für den Future-Handel und legt eine Order rein für den Mini-DAX-Future, dann wird diese Order von FX Flat einfach nur weitergeleitet an die Eurex, und an der Eurex geht die ins Orderbuch und da wartet die dann auf Ausführung. Und da liegt eure Order, die ihr bei FX Flat aufgegeben habt, zusammen mit irgendwelchen anderen Orders, die vielleicht irgendein Filipino bei einem asiatischen Broker aufgegeben hat. Das spielt überhaupt keine Rolle, welcher Broker da am Ende hinten dran steht. Diese ganzen Orders werden über die Eurex geroutet. Ja, und deswegen haben wir eben diese geregelte Börse, wo ganz klar Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Und da findet die Preisbildung statt. Wie das Ganze funktioniert? Relativ einfach. Ja, das hier ist ein typisches Orderbuch. Unter diesem Orderbuch sieht man zum einen Verkaufspreise. Das sind die, die oben stehen. Das sind Verkaufsangebote. Das ist der sogenannte Ask-Preis. Und unten finden wir die Kaufangebote. Das ist der sogenannte Bid-Preis. Ja, und daneben steht immer die Anzahl der Kontrakte, die gerade auf diesem Preis liegen. Das heißt, in der Situation, die hier abfotografiert ist, liegen auf der 11.478 gerade drei Kontrakte im DAX, die darauf warten, gekauft zu werden. Es möchten drei Trader oder eben einer, der drei Kontrakte handelt, wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Auf jeden Fall ist jemand bereit, zu 11.478 Punkten drei Kontrakte im DAX zu kaufen. Ja, auf der anderen Seite, bei 11.482 Punkten liegen fünf Kontrakte, die darauf warten, verkauft zu werden. Was wir jetzt nicht wissen, ist, ob das neue Positionen sind, die gerade aufgebaut werden sollen, oder ob das Glattstellungen von schon vorhandenen Positionen sind. Ja, es könnte also sein,
Wenn wir uns jetzt hier oben befinden, bei 11.482, dann kann das sein, dass das Trader sind, die aktuell eine Long-Position haben, die die bei 11.482 im Gewinn schließen wollen. Es kann aber auch genauso sein, dass das ein Trader ist, der gerne eine Short-Position aufbauen möchte. Und zwar nicht schlechter als zu 11.482, dann legt er auch seine Verkaufsorder hier. Wir sehen also nicht, ob es Neueröffnungen sind oder ob es Schließungen vorhandener Positionen sind. Das spielt am Ende aber auch überhaupt keine Rolle, ja, weil die Behandlung ist identisch. So, und das, was wir jetzt hier bekommen, ist, dass wir irgendwo einen Preis haben, zu dem sich Käufer und Verkäufer gerade einig sind. Und das ist dann der letztgehandelte Kurs. Ja, und dieser letztgehandelte Kurs, ja, ist in dem Falle jetzt hier gewesen, die 11.479,5. Das ist also der große DAX. Der wird in Komma-5er Schritten gerechnet. 11.479,5. Und da sehen wir, da ist ein Kontrakt abgehandelt worden. Und das war's. Und jetzt haben wir hier eine Situation, da liegt keine Verkaufsorder bei 11.480. Ja, und das ist dann der sogenannte Spread, der sich hier bildet. Der ist normalerweise im großen DAX einen halben Punkt. Aber es gibt auch Situationen, und das sehen wir eben hier, wo dieser Spread mal größer sein kann. Ja, hier ist der Spread im Moment 3 Ticks. Wir haben ein Kaufangebot bei 11.479. Und wir haben ein Verkaufangebot bei 11.480,5. Das hier zwischen ist der Spread. Und jetzt ist es eine ganz klare Geschichte. Je weniger Trader in diesem Markt aktiv sind, umso höher ist die Chance, dass wir irgendwo keine Orders auf den Preisen haben. Dass das Orderbuch dann also leer wird. Und das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, auch für die Kontrakte, die eben bei FX Flat jetzt hier gehandelt werden oder gehandelt werden können. Da ist es ganz wichtig zu wissen, in welcher Zeitebene zum Beispiel das Sinn macht, welche Märkte zu handeln und welche man vielleicht lieber sein lassen sollte. So. Denn gerade beim kurzfristigen Trading sollte man darauf achten, möglichst liquide Werte zu handeln. Ja. Ich habe hier nochmal zwei Orderbücher, einmal aus dem Mini-DAX und einmal aus dem Euro-Stoxx. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was hier für Unterschiede in den Ordergrößen liegen, ja, da haben wir hier im DAX immer so um die 10, 12, 14 Kontrakte, die darauf warten, abgearbeitet zu werden. Im Euro-Stoxx haben wir hier 300, 600, 900 und dann immer über 1000 Kontrakte, die hier liegen und darauf warten, abgearbeitet zu werden. Ja, wir haben also eine sehr viel höhere Liquidität. Ja, Liquidität steht für die Menge an Transaktionen, die in dem entsprechenden Markt darauf warten, ausgeführt zu werden. Je höher die Liquidität, umso besser wird hier ausgeführt. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Es gibt etwas, das nennt sich Slippage. Slippage ist immer dann, wenn man schlechter ausgeführt wird mit einer Transaktion, als man eigentlich wollte. Ja, Slippage kann entstehen bei Positionseröffnungen. Slippage kann aber auch entstehen bei Positionsschließungen. Slippage sind immer Kosten. Ja, das heißt, nehmen wir jetzt mal hier den Mini-DAX. Nehmen wir uns mal diese Stelle hier raus. Dann sehen wir, wir haben hier 5 Kauforders zu 11.912 Punkten und wir haben hier oben 8 Verkauforders zu 11.914 Punkten. Bei 11.913 steht im Moment gar nichts. Ja, weder ein Kauf noch ein Verkauf. Das heißt, wir haben im Moment hier einen Spread von 2 Punkten in dem Markt. Was würde das jetzt bedeuten? Ihr seht bei euch auf der Handelsplattform diesen letztgehandelten Kurs. Deswegen ist der grün. Das ist der letztgehandelte Kurs 11.912 und da ist ein Kontrakt umgesetzt worden. Das ist das, was ihr im Moment bei euch auf dem Chart seht. Und jetzt überlegt ihr euch, hey, bei 11.912 könnte ich ja jetzt mal einen Kontrakt kaufen. Ja, ihr seid der Meinung, der Preis steigt. Wollt jetzt zu 11.912 einen Kontrakt kaufen mit dem Ziel,
den vielleicht bei 11.918 glattzustellen und habt halt, das sind dann also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte, die ihr verdienen könnt. Und dafür seid ihr bereit, einen Stop von 3 Punkten zu nehmen. Ja, also unter der 9 dann wieder auszusteigen. Und jetzt drückt ihr auf euren Knopf, kaufe Market, einen Kontrakt. Was passiert jetzt? Hier liegt kein Verkäufer bei der 12. Ja, das Feld hier ist leer. Hier liegt kein Verkäufer. Hier liegt auch kein Verkäufer bei der 13. Der nächste Verkäufer liegt auf der 14. Das heißt, wenn ihr Market kauft, nachdem hier diese 11.912 bei euch auf der Plattform angezeigt ist und ihr seid jetzt der Meinung, ihr kauft zu 11.912, drückt auf den Knopf Market kaufen, werdet ihr ausgeführt zu 11.914, weil vorher kein Käufer, kein Verkäufer bereit war, euch einen Kontrakt zu geben. Und jetzt habt ihr folgende Situation. Ihr wolltet ja gerne traden auf die 18. Ihr hättet jetzt also noch 4 Punkte, die ihr verdienen könnt und habt dafür einen Stop eingeplant an der 9. Und jetzt habt ihr auf einmal 5 Punkte, die ihr Stop nehmen müsst, für 4 Punkte, die ihr nur verdienen könnt. Obwohl euer Plan eigentlich war, 3 Punkte zu riskieren für 6 Punkte, die ihr verdienen wollt. Und das ist einfach das Problem daran. Ihr verzerrt euch total das Chance-Risiko-Verhältnis. Und da ist es natürlich auch ganz klar, je kleiner euer Preisbereich ist, in dem ihr arbeitet, also kleine Ziele, kleine Stops, umso schlechter ist es, wenn ihr eine Slippage bekommt. Ja, und deswegen sage ich, wenn ihr Intraday traden wollt, wenn ihr kurzfristig handeln wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass die Märkte, die ihr tradet, eine ausreichende Liquidität haben. Mini-DAX geht noch, ja, den kann man noch handeln. Es gibt aber andere Produkte, die Intraday noch deutlich weniger Orders haben und die sollte man dann eher meiden. Diese Liquidität steht eben auch im engen Zusammenhang mit dem Volumen, also das, was am Markt gehandelt wird. Ja. Okay, ich möchte dieses eine Thema hier mit der Preisbildung noch schnell abschließen. Wir haben zwar schon 19 Uhr, das macht aber nichts, wir überziehen ein bisschen und beim nächsten Mal schauen wir uns dann ganz genau auch die einzelnen Futures an, die eben dann bei FX Flat handelbar sind, unter der Voraussetzung, das, was wir gerade gesagt haben, wir wollen Handelsmärkte, die möglichst liquide sind. Und dann zeige ich euch auch, wie ihr das findet und wie ihr feststellt, in welchen Märkten die Liquidität ausreichend ist. Also das typische Bild, was wir haben, wenn wir in DAX Future traden und das mit der Kasse vergleichen. Ja, ich habe das immer wieder bei Kunden, die sagen, hey, ich habe jetzt in den Nachrichten da, ich sehe immer die DAX-Kurse, aber das, was bei NTV durchs Laufband läuft, das ist überhaupt nicht das, was bei mir auf der Plattform ist. Ja, da ist immer ein Unterschied drin. Und das ist hier so eine normale Situation. Ja, wo ein Future ja, gepreist ist hier um 15 Uhr bei 12.125 Punkten und die Kasse ist zur selben Uhrzeit gepreist bei 12.095 Punkten. Das sind also 30 Punkte Unterschied hier vom Future zur Kasse. Ja, das eine ist der DAX Index, das andere ist der DAX Future. Und ich hatte das ja gerade schon mal gesagt, wo diese Unterschiede herkommen. Das, was wir jetzt hier sehen, ist, dass der Future-Preis höher ist als der Kassapreis. Das heißt, unsere Cost of Carry ist positiv. Ja, das nochmal so zur Erinnerung. Das ist das, was wir uns eben angeschaut hatten. Ne, Future-Preis ist Kassapreis plus Cost of Carry. Wenn die Cost of Carry positiv sind, dann liegt der Future-Preis über dem Kassapreis. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt aber ein bisschen viel, so weit würde ich es jetzt gar nicht führen wollen. Aber das ist im Prinzip die Formel, die dahinter steht zur Preisberechnung des DAX Future. Das Bild, was wir dazu hatten, war dieses. Und jetzt kommen wir auf diese typischen Arbitrage-Geschäfte, die hier laufen. Nämlich, ich habe mal alles andere jetzt hier ausgeblendet, was für uns nicht wichtig ist. Wir hatten vorhin gesagt, wir haben immer einen theoretischen Future-Preis und einen tatsächlichen Future-Preis.
Und jetzt haben wir hier verschiedene Situationen. Wir haben hier die Situation, der tatsächliche Future-Preis liegt über dem theoretischen kurzfristig. Und das haben wir hier auch nochmal. Und in der Mitte haben wir genau die umgekehrte Situation. Und jetzt müssen wir uns einmal kurz überlegen, wie kommt das zustande? Was passiert da? Also dieser tatsächliche Future-Preis, der schwankt um den theoretischen Future-Preis. Das kann passieren, zum Beispiel, wir haben uns gerade das Orderbuch angeschaut, wenn in diesem Orderbuch auf einmal eine sehr große Order erscheint und diese große Order wird abgearbeitet. Ja, dann, ich gehe noch mal gerade zurück. So, das ist das Orderbuch. Und wenn jetzt hier eine sehr große Order auftaucht, zum Beispiel eine Kauforder über 100 Kontrakte, dann arbeitet diese Kauforder diese gesamte Seite hier ab und schiebt den Future-Preis innerhalb von einem Tick von 912 zum Beispiel hier rauf auf 922. Das sind also 10 Punkte, die der Future mal schnell springt. Und diese 10 Punkte, die haben am Ende nichts damit zu tun, was die Einzelaktien gemacht haben. Ja, weil das ist ja eine Nachfrage, die nur auf dem Future entstanden ist. Es kann also sein, dass sich die Einzelaktien überhaupt nicht bewegt haben. Und nur der Future springt jetzt diese 10 Punkte. Und dann kommen wir eben in eine Situation, die das hier ist, nämlich der tatsächliche Future-Preis springt über den theoretischen Future-Preis. Also eine große Kauforder im Future und der Future-Preis springt über den theoretischen Preis, der sich eben aus dem Kassapreis errechnet. Das, was jetzt passiert, ist, jetzt kommen sofort die Arbitrageure ins Spiel und die Arbitrageure, die werden jetzt Futures verkaufen und Kasse kaufen. Das Ganze nennt man Cash and Carry. Wir haben also hier zwei Cash and Carry Situationen, in denen Future gekauft, Future verkauft und Kasse gekauft wird. Ja, das, was jetzt passiert, ist, die Nachfrage in den Kassawerten steigt, weil ja Kasse gekauft wird. Also im Prinzip die ganzen DAX-Aktien, die werden jetzt gekauft. Also steigt die Nachfrage. Damit steigt der Preis vom Kassamarkt. Und auf der anderen Seite, weil sie ja gleichzeitig Futures verkaufen, steigt der Angebotsdruck im Future. Und dieser Angebotsdruck im Future bringt den Preis nach unten. Wir haben also eine Situation, wo Arbitrageure den Kassapreis hochbringen und den Future-Preis runterbringen, bis sich beides wieder angleicht. Ja. Umgekehrt kriegen wir zum Beispiel eine große Verkaufsorder im DAX. Dann fällt der Preis entsprechend. Und auf einmal ist der tatsächliche Future-Preis unterhalb des theoretischen Future-Preises. Jetzt passiert genau das Umgekehrte, das nennt sich dann Reverse Cash and Carry. Das heißt, der Arbitrageur verkauft jetzt Kasse, verkauft also Aktien und kauft Futures. Ja? Und der Effekt ist jetzt eben genau umgekehrt. Der Future-Preis steigt und der Kassapreis sinkt und das Ganze gleicht sich wieder an. Ja, und deswegen ist es so, dass eben der Future-Preis nicht immer den gleichen Abstand hat zur Kasse. Und deswegen ist es auch so, dass Kasse und Future nie den gleichen Preis haben, bis auf kurz vor dem Verfall. Ja, ich weiß, dass das so eins der größten Probleme ist, was private Trader immer wieder haben, dass sie nicht wissen, wo diese Preisdifferenzen herkommen und wie sich diese Preisdifferenzen auch gegenseitig wieder ausgleichen. Ja, man hört das ja immer wieder, dass im privaten Bereich versucht wird, Arbitragehandel zu betreiben. Und das ist etwas, was einfach nicht funktioniert. Das sind Dinge, die sind vollautomatisiert, die laufen im Sekundenbruchteil ab. Da kann man sich als Privathändler keinen Vorteil mehr besorgen. Okay. So, damit haben wir im Prinzip die ersten drei Bereiche abgearbeitet. Den Rest lassen wir für das nächste Mal, also am 28. wie gesagt, der nächste Termin. Ich schaue hier noch mal kurz, was an Fragen noch aufgekommen ist. Ganz interessante Frage. Ob das egal ist, auf welche Produkte die Marktanalyse gemacht wird, ob man das jetzt zum Beispiel auf dem DAX Future machen sollte oder auf dem DAX Index machen sollte. Also,
Ich würde euch empfehlen, macht eure Analyse immer auf dem Markt, den ihr auch handelt. Ja, wenn ihr also ein Future handelt, dann macht eure Analyse im Future. Wenn ihr ein CFD handelt, der auf die Kasse gepreist wird, dann macht ihr eure Analyse in der Kasse. Allerdings gibt es jetzt beim Future ein Problem. Und das zeige ich euch mal gerade. Ich hole mal kurz den MT5 hier rein, so wie das nachher aussieht. So, also hier haben wir jetzt den FDAX Mini, oben hier im 5-Minuten-Chart und unten die etwas größeren Zeitebenen. Ich mache hier mal kurz das hier, genau, das Terminal muss hier mal raus. So, jetzt haben wir den kompletten Verlauf hier. Ansicht. Das nehmen wir mal auch noch raus. So, jetzt haben wir das ganze Bild hier. So, und das, was jetzt wichtig ist, ist, ein Kassaverlauf ist immer durchgehend. Ja. Beim Future haben wir ja schon gesagt gerade, wir haben verschiedene Laufzeiten. Ja, das sind viermal im Jahr wird das Ganze gewechselt. Und wenn ihr euch jetzt den Future anschaut, dann habt ihr natürlich in den größeren Zeitebenen, also hier im Stundenchart oder im Tageschart oder im Wochenchart oder wo auch immer, nicht die Möglichkeit, so weit zurückzugehen, wie ihr wollt. Ja, das ist jetzt alles, was wir an Tageschart im DAX Future hier bekommen, weil eben nur dieser aktuell laufende Juni-Kontrakt dargestellt wird. Und zwar seit der hier gehandelt wird. Ja, wir haben hier seit Mitte März ein ausreichendes Volumen im Juni-Kontrakt vom DAX. Und das Ganze läuft jetzt noch bis 21. Juni. Und dann ist dieser Kursverlauf wieder hinfällig. Ja, dann startet der nächste. Und da hat man natürlich am Anfang keine besonders große Kurshistorie, nach der man schauen kann. Aber diese historischen Kurse sind wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, hier zu wissen, wo sind denn die alten Tiefs, wo sind denn die alten Hochs? Einfach um ein Gefühl zu kriegen, hey, wo könnte denn diese Abwärtsbewegung hier beendet sein und wann kann denn der Markt wieder in die alte Trendrichtung nach oben weiterlaufen? Ja, und dafür ist es einfach wichtig, dass ich diese Level aus der Vergangenheit sehe. Das ist jetzt halt ein Problem, was wir hier im Future haben, was man hier auf dem MT5 erstmal soweit nicht umgehen kann. Die Möglichkeit, die wir hier haben, ist, weil wir ja bei FX Flat den CFD und den Future vom gleichen Konto traden können, dass man sich einfach hier zusätzlich noch den CFD-Chart aufmacht und über den CFD-Chart auf der langfristigen Zeitebene schaut, wo die wichtigen Level sind. Ja, wir haben ja gerade gesehen, das sind so bis 20 Punkte Unterschied vielleicht, die wir haben zwischen Future und Kasse gerade im Moment, weil die Zinsen eben so niedrig sind. Wenn die Zinsen wieder höher sind, dann kann es auch mal mehr sein, aber es sind so 10, 20 Punkte, die wir Differenz haben. Und da ist das auf der großen Zeitebene dann alles nicht mehr so tragisch. Ja, ob man hier 10 Punkte früher oder 10 Punkte später drin ist, ist am Ende wurscht. Und dann, man kann das auch immer noch umrechnen auf den aktuellen Future-Preis. Ja, das geht auch. Und ich mache das hier zum Beispiel so, weil es für mich sehr wichtig ist, wie die einzelnen. Ach, komm mal her. Hier, Default. Ja, wie die einzelnen Märkte handeln. Also ich habe hier auch immer noch den S&P 500 drin als CFD, weil es den hier eben noch nicht als Future gibt. Das kommt noch. So in 6 Wochen, 8 Wochen würde ich schätzen, wird hier auch noch die CME mit angeschlossen. Dann kann man hier auch noch die neuen Mikro-Futures, auch eine ganz spannende Geschichte. Da werden wir dann bestimmt auch noch mal ein Webinar dazu machen. Die neuen Mikro-Futures der CME handeln oder eben auch die klassischen Mini-Futures. Und dann holt man sich hier einfach noch den CFD mit rein. Und das Ganze könnt ihr eben auch machen mit dem DAX-CFD. Ja, ich kann den ja mal hier mit reinholen. Ich gehe noch mal auf das DAX-Profil. Und gehe hier mal auf die Symbole.
Index CFDs, da nehmen wir uns hier mal den German 30. Den nehmen wir jetzt hier mal mit rein. Neues Chartfenster. So. Und jetzt haben wir hier den DE30 im Stundenchart und haben hier unten den DAX Future im Stundenchart. Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch im Tageschart anschauen wollen, um das mal zu vergleichen, dann gehen wir hier noch auf den Tageschart. So. Ja, und hier ist es bei uns im März beendet. Da können wir nicht weiter zurückschauen. Hier können wir ohne Probleme weiter nach hinten schauen. Wir können also uns im Kassamarkt hier einen sehr guten Überblick verschaffen, wo die wichtigen Level sind und können diese Level dann auf den Future projizieren. Ja, das ist so die einfachste Variante, die einfachste Möglichkeit, die man hier hat, mit dem Future und dem Kassamarkt zusammenzuarbeiten. Und schon alleine deswegen ist es sehr, sehr praktisch, dass ihr hier die Möglichkeit habt, euch ein CFD mit einblenden zu lassen, auch wenn ihr ein Future handelt, weil ihr ansonsten, wenn ihr diese historischen Future-Kurse haben wollt, auch über eine andere Handelsplattform oder so, dann müsst ihr die normalerweise sehr teuer bezahlen. Ja. Und hier bekommt ihr als private Händler, glaube ich, wenn ihr 20 Euro Gebühr im Monat verursacht durch eure Trades, das sind so 10 Trades im Monat, dann bekommt ihr die Kursdaten hier kostenlos, die Realtime-Daten und die historischen Daten, die nehmt ihr euch einfach aus dem CFD. Ja, und dann seht ihr dieses Level, wo wir hier gedreht haben im Markt. Ja, was hier wichtig ist, durch diese ganzen alten Hochs und Tiefs, die wir hier drin haben, das war dasselbe Level wieder, an dem der DAX hier vor 3 Tagen hängen geblieben ist. Na, das ist eben hier das gleiche Level, mehr oder weniger im Future. Na, also ich gehe mal hier auf das Fadenkreuz. Hier liegt das Tief bei 39. Hier oben liegt das Tief bei 18. 19 ungefähr, das sind so diese 20 Punkte, ja, das sind ungefähr die 20 Punkte Differenz zwischen Future und Kasse. Aber dann kriegt ihr da ein ganz gutes Gefühl, wie das Ganze auszusehen hat. Okay. Ja, ansonsten sind jetzt hier auch erstmal keine Fragen weiter drin. Das freut mich natürlich. Da scheine ich das meiste ganz gut gemacht zu haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal am 28. auch wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, erfolgreiche Trades und ja, viel Erfolg mit dem Futures Trading hier bei FX Flat. Bis dann, bye bye, macht's gut und alles Gute. Ja, Martin, vielen Dank für deine Ausführungen. War richtig spannend. Ich habe selber auch noch was dazu gelernt. Insofern freue ich mich schon auf den 28.05. und bedanke mich bei allen Teilnehmern und wünsche ebenfalls erfolgreiches Handeln. Angenehmen Abend wünsche ich. Dankeschön.